Guten Morgen, liebe Chaoswesen. Ich hoffe, ihr seid schon alle wach und alle auch schon aufnahmefähig. Wir haben nämlich Tag 4 und wir lassen trotz... Oh, ja, Tag 3, entschuldige. Entschuldigt bitte, das ist ein Index, keine absolute Zahl. Also, wir haben zwar schon Tag 3, aber wir lassen kein bisschen nach. Wir haben auch heute einen Haufen an super interessanten Programmen für euch. Erreichbar sind wir für euch im Hackint IRC, im Channel RC3-R3S. Ja, Tag 3. Auf Twitter und Mastodon unter dem Hashtag RC3R3S und auf Mastodon zusätzlich unter unserem Handle @r3s@chaos.social. Stellt bitte Fragen, weil der nächste Talk wird interessant. Und zwar haben wir den Friedrich Schöne und den Nico Duldhardt. Die beiden waren schon mehrfach auf dem C3, aber das ist ihr erster Talk. Die beiden haben zusammen Informatik studiert, haben sich selbstständig gemacht in der IT-Beratung und haben das Jahr jetzt relativ effektiv genutzt. Die haben relativ viele Projekte angefangen und von einem ihrer Freizeitprojekte erzählen die beiden uns. Sie haben einen Crawler gebaut für eine Seite und sie haben ein Netz gebaut, was auch automatisiert Captchas löst, was irgendwie den Begriff Capture ironisch macht. Also, jetzt hoffentlich voll aufnahmefähig. Bundesanzeiger-Crawling von Friedrich Schöne und Nico Duldhardt. Viel Spaß. So, guten Morgen zu Hause. Wir werden uns heute mit dem Bundesanzeiger auseinandersetzen, insbesondere auch mit dem Bundesanzeiger Verlag. Falls ihr den Bundesanzeiger noch nicht kennt, ist das kein Problem, dann solltet ihr gleich einen guten Überblick bekommen. Im Laufe des Vortrags werdet ihr auch einen Einblick da rein bekommen, wieso Finanzdaten von Firmen in Deutschland zwar öffentlich zugänglich sind, aber praktisch kaum nutzbar. Zusätzlich beleuchten wir den rechtlichen Hintergrund und die Hürden, um an diese Daten ranzukommen, beziehungsweise diese zu befreien. Wir versuchen das Ganze eine kleine Geschichte aufzuziehen und geben euch zwischendrin immer einen kleinen Einblick in die Erkenntnisse, die wir auf dem Weg bis zu unserem Crawler gesammelt haben. Genau. Wer sind wir eigentlich? Nochmal kurz zu uns. Wie bereits gerade in der Einleitung angekündigt, wir sind Friedrich und Nico. Wir sind beide Software-Developer, haben unseren Bachelor zusammen gemacht, dann unseren zusammen Master studiert und arbeiten jetzt seit einem Jahr zusammen. Im Moment bauen wir in erster Linie individuelle Softwarelösungen mit Fokus auf Cloud-Native-Anwendungen. Wir möchten euch heute aber ein Freizeitprojekt vorstellen, das wir für gesellschaftlich relevant halten. Bevor wir jetzt allerdings in die coolen technischen Details eintauchen, möchten wir euch nochmal einen Einblick geben in das doch ziemlich relevante, gesellschaftlich relevante Thema. Zum Hintergrund fangen wir mal an mit dieser Bilanz, die ich heute mitgebracht habe. Das ist die Bilanz von einem Unternehmen. Die ist Teil eines Jahresabschlusses. Ein Jahresabschluss ist ein Bericht, der von jeder Kapitalgesellschaft einmal im Jahr veröffentlicht werden muss. Und er gibt einen Einblick in die finanzielle Lage und den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens. Hier sehen wir zum Beispiel die Bilanz der Chaos Computer Club Veranstaltungsgesellschaft GmbH. Und ein interessanter Fakt, den man hier sehen könnte, ist, dass im Jahr Ende 2019, hatte diese Gesellschaft ein Gesamtkapital von 2 Millionen Euro. Das ist die Gesellschaft, die auch den Kongress organisiert. 2 Millionen sind jetzt kein Bargeld auf dem Konto, sondern Kapital. Aber mal weiter. Wieso haben wir überhaupt Zugriff auf so eine Bilanz? Das liegt daran, dass jede Kapitalgesellschaft, also UGs, GmbHs und auch viele Personengesellschaften laut dem Handelsgesetzbuch ihren Jahresabschluss einmal im Jahr veröffentlichen müssen. Das liegt daran, dass da keine Privatperson haftet und diese Offenlegungspflicht, die schafft da mehr Transparenz. Hier sehen wir nochmal den Auszug aus dem Handelsgesetzbuch.
zum Thema Offenlegung. Die Unterlagen, also dieser Jahresabschluss, ist elektronisch beim Betreiber des Bundesanzeigers einzureichen. Jetzt fragen wir uns, was ist der Bundesanzeiger? Der Bundesanzeiger ist ein sogenanntes Amtsblatt. Das heißt, er dient dem Bund dazu, seinen Verpflichtungen nachzukommen, bestimmte Informationen öffentlich zu verkunden. Er gliedert sich in mehrere Teile. Einer dieser Teile ist der Teil Rechnungslegung und Finanzberichte. Und das ist der Teil, der uns heute interessiert. Es gibt noch viele andere Teile, für die trifft alles, was wir sagen, auch zu. Aber die schauen wir uns jetzt erstmal nicht an. Jetzt, da es diese Offenlegungspflicht in Deutschland gibt, besitzt der Bundesanzeiger dann natürlich alle Jahresabschlüsse von jeder deutschen Kapitalgesellschaft zumindest und auch von vielen anderen Gesellschaften. Er ist also die öffentliche Informationsquelle, wenn es darum geht, die wirtschaftliche Lage von deutschen Unternehmen zu beurteilen. Jetzt vor allem interessant während der Corona-Krise, wenn wir einen näheren Einblick in die Auswirkungen haben wollten, dann wäre das eine sehr gute Informationsquelle, zumindest nachdem alle Unternehmen ihren Jahresabschluss abgegeben haben. Wir würden jetzt erstmal erwarten, dass der Bundesanzeiger, dem Namen nach zu urteilen, auch vom Bund bereitgestellt wird. Aber falsch gedacht, der Bundesanzeiger, gehört zur Dumont Mediengruppe mit Sitz in Köln und wurde im Jahr 2006 komplett privatisiert. Die Dumont Mediengruppe ist eine der größten und ältesten deutschen Medienunternehmen und viele bekannte Medienunternehmen gehören zu dem Konzern. Der lässt sich das Ganze auch ganz gut bezahlen. Also einen Jahresabschluss abzugeben und melden zu müssen, kostet ein Unternehmen nämlich mindestens 25 Euro und das ist nur für die kleinsten Unternehmen. Das sind schon mal bei 736.000 Kapitalgesellschaften in Deutschland laut Statista mindestens 18 Millionen Euro an Einnahmen im Jahr. Eigentlich eine recht beträchtliche Summe, wenn man sich vor Augen führt, dass dafür eigentlich nicht viel getan werden muss, außer Text zu veröffentlichen. Vor allem, wenn wir uns nochmal anschauen, in welcher Weise dieser Text denn überhaupt zur Verfügung gestellt wird. Das hier ist die Suchmaske vom Bundesanzeiger, von der Webseite. Wir sehen hier, suchen Sie nach einem Begriff, einem Teil oder einem Veröffentlichungsdatum. Eine Volltextrecherche ist nicht möglich. Was heißt das effektiv für unsere Suchmöglichkeiten? Das heißt, wir können nach einem Firmendatum suchen, nach einem Firmennamen suchen und den Zeitraum einschränken. Also effektiv können wir uns nur den Jahresabschluss von einem einzelnen Unternehmen anschauen, was natürlich jegliche Meta-Analysen unmöglich macht. Zum Beispiel, wenn wir alle mittelständischen Unternehmen anschauen wollten mit einem bestimmten Gesamtkapital, dann sind diese Informationen zwar da, aber wir können nicht danach suchen. Jetzt könnte man sagen, hey, wir machen das einfach selber. Wir werten die Daten aus. Es sind schließlich explizit per Gesetz öffentlich zugängliche Daten. Aber das ist nicht ganz so einfach, denn der Bundesanzeiger bzw. der Bundesanzeiger Verlag beruft sich auf sein Datenbankschutzrecht. Das heißt, er hat diese Sammlung an Dokumenten zur Verfügung gestellt, in dem Fall Jahresabschlüsse und auch viele andere amtliche Dokumente. Und dann beruft er sich darauf, dass er über die Vervielfältigung bestimmen kann, also über die Vervielfältigung von vermeintlich öffentlichen Dokumenten. Eine zusätzliche Hürde, die dort aufgetreten ist, ist, dass wir, um einen Jahresabschluss abzurufen, müssen wir Captchas umgehen. Das ist eine sogenannte technische Sperre und unserem aktuellen laienhaften Rechtsverständnis nach ist das nicht in Ordnung. Zum Glück kommt uns da der Bundesanzeiger selber zur Hilfe, unter dem Namen Validatis nämlich, verkauft er uns die Daten. Ich habe hier mal den Slogan von der Webseite abgebildet. Nutzen Sie valide Unternehmensdaten aus erster Hand, passgenau für Ihr Business. Das ist natürlich sehr praktisch, wenn wir bedenken, dass Unternehmen dafür bezahlen und gesetzlich verpflichtet sind, ihre Daten dort zu veröffentlichen. Diese Problematik ist allerdings nicht ganz neu. Vor 2 Jahren war sie schon mal ziemlich präsent. Da galt das Gleiche nämlich für die Bundesgesetzblätter. Was sind die Bundesgesetzblätter? Im Endeffekt sind das einfach nur Gesetze, die vom Bund herausgegeben werden. Und wer die durchsuchen, kopieren oder ausdrucken wollte, deutsche Bundesgesetze, wurde dafür zur Kasse gebeten. Die freie Variante war sehr eingeschränkt. Die Open Knowledge Foundation hat dann das Risiko eines Rechtsstreits auf sich genommen und die Bundesgesetzblätter auf eigene Faust veröffentlicht, die sonst der Bundesanzeiger Verlag veröffentlicht hatte.
und hat diese durchsuchbar gemacht und auf die Webseite offenegesetze.de gestellt. Und die Webseite bietet quasi alles, was man im 21. Jahrhundert erwarten würde, nämlich eine durchsuchbare Möglichkeit für Gesetze. Eigentlich halt auch nicht so schwer. Und ich denke, die hatten nicht so ein großes Budget für dieses Projekt. Das Justizministerium hat daraufhin innerhalb von 14 Tagen, ich betone doch mal 14 Tage, was eine ziemlich schnelle Zeit ist für ein Ministerium, ein Statement rausgegeben, dass Gesetze zukünftig, also das dauert jetzt noch ein paar Jahre, aber dann werden Gesetze öffentlich verkündet, wahrscheinlich auf der Seite vom Justizministerium oder vom Bund. Da die Entscheidung jetzt wieder in der Hand des Justizministeriums liegt, die ist nämlich für dieses Amtsblatt zuständig, hoffen wir auf eine ähnliche Entscheidung, da der Fall auch ziemlich analog ist. Zu den Erkenntnissen, die wir bis jetzt schon mal gesammelt haben. Der Bundesanzeiger Verlag ist ein privater Verlag, private Firma, die den Informationsfluss von öffentlichen Bekanntmachungen kontrolliert. Und das nutzt er aus, um den Zugang künstlich zu limitieren und sich selber am Bundesanzeiger zu bereichern. Was das aber auch heißt, ist, dass unser Justizministerium und damit der Bund selbst nicht in der Lage ist, grundlegende, moderne IT-Infrastruktur aufzubauen, um seinen Pflichten nachzukommen. Und bei dem Budget sollte man erwarten können, dass man es schafft, eine IT-Infrastruktur aufzubauen, um 740.000 Texte in strukturierter, durchsuchbarer Art und Weise abzuspeichern und öffentlich zu machen. Jetzt kommen wir zum technischeren Teil dieses Vortrages, nämlich dem Crawling. Erstmal ein kleiner Disclaimer. Wir haben den Bundesanzeiger nicht gecrawlt, denn nach unserem Rechtsverständnis ist es momentan nicht legal, den Bundesanzeiger zu crawlen. Wir diskutieren daher also nur, wie man einen Crawler bauen würde, wenn man es denn wollte. Wir haben also eine Webseite gebaut, die dem Bundesanzeiger sehr ähnlich ist, ausschließlich auf dieser lokalen Kopie der Webseite gearbeitet und sichergestellt, dass unser Crawler funktioniert und gehen deshalb auch stark davon aus, dass der Crawler auch auf der richtigen Bundesanzeiger-Webseite funktionieren würde. Die Datenbasis sieht folgendermaßen aus. Es handelt sich um 10 Millionen Jahresabschlüsse, circa 10 Millionen. Die sind auf 500.000 Suchseiten und auf jeder Suchseite sind dann in etwa 20 Ergebnisse. Wir können hier sehen, wir könnten jetzt auf einen einzelnen Jahresabschluss klicken, zum Beispiel von der Hennenbrinke Development GmbH und uns den Jahresabschluss anschauen. Vorher müssen wir natürlich noch ein Capture lösen. Und ich gehe mal durch, wie man denn so als menschlicher Crawler oder als Mensch so einen einzelnen Jahresabschluss abrufen würde. Man würde erstmal die Startseite aufrufen, dann würde der Browser einem implizit, ohne unser Zutun, eine Session-ID zuweisen als Cookie. Dann schicken wir eine Suche ab auf der Suchseite. Als Ergebnis bekommen wir eine Ergebnisseite, die wir gerade gesehen haben. Auf dieser Ergebnisseite können wir einen einzelnen Jahresabschluss abrufen. Um das zu tun, müssen wir dann noch ein Capture lösen. Und ja, wenn wir das Capture gelöst haben, dann sehen wir den Jahresabschluss, können ihn runterladen, speichern und so weiter. Und um dann den nächsten Jahresabschluss abzurufen, würden wir dann einfach auf das nächste Ergebnis klicken. So. Jetzt würde man sagen, okay, let's go. Lass uns versuchen, Zugriff auf diese Daten zu bekommen. Es gibt allerdings noch einige Hindernisse, die uns da im Weg stehen. Eins ist diese URL, die ich hier mal kopiert habe. Das ist die URL, wenn ich auf der Webseite von einem Jahresabschluss bin. Es liegt sehr nahe, dass die 9 keine ID ist von einem einzelnen Jahresabschluss. Das ist also kein Uniform Resource Identifier, der unique ist für diesen Jahresabschluss, sondern in der Datenbank des Bundesanzeigers wird gespeichert, wo wir zuvor draufgeklickt haben, welches Suchergebnis wir abgeschickt haben und abhängig davon wird der jeweilige Jahresabschluss abgerufen. Das heißt, wir können keinen direkten Link bekommen, der auf einen einzelnen Jahresabschluss führt, was uns das Ganze natürlich deutlich schwieriger macht. Denn normalerweise könnten wir für normale Webseiten einfach alle URLs holen von allen Jahresabschlüssen und die nacheinander abfrühstücken. Ein weiteres Problem, wahrscheinlich das noch viel größere Problem, ist, dass wir auf dem Weg zum Jahresabschluss ein Capture lösen müssen. Das Capture sieht folgendermaßen aus, aber dazu später mehr. Zusätzlich
müssen wir damit rechnen, da wir die Webseite des Bundesanzeigers nicht kontrollieren, dass wir während des Crawlings Antworten bekommen, die wir so eventuell gar nicht erwarten, dass wir teilweise vielleicht sogar gar keine Antwort bekommen, dass wir einen Capture falsch lösen. Es kann also viel passieren, dass wir so nicht unbedingt antizipieren können. Damit müssen wir dann umgehen. Last but not least, IP Rate Limits. Wir müssen einfach damit rechnen, dass der Bundesanzeiger künstlich limitiert, wie viele Requests pro Sekunde wir abschicken können an die Webseite, um Jahresabschlüsse abzurufen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, um das Problem zu lösen. Die einfachste Möglichkeit ist wahrscheinlich, einfach Proxys zu benutzen. Das heißt, wir crawlen von einem zentralen Server aus die Webseite, damit der Bundesanzeiger aber denkt, wir wären viele verschiedene Personen, können wir zwischendurch immer wieder den Proxy austauschen. Das nennt sich dann das Ganze, es gibt Anbieter, die das verkaufen als Service, das nennt sich dann Rotating Proxy. Das heißt, jedes Mal, wenn wir ans Request Limit gestoßen sind, tauschen wir den Proxy aus. Diese Möglichkeit ist aber ziemlich teuer, weil wir haben 10 Millionen Bilanzen und mehrere Terabyte an Traffic. Und für so ein Freizeitprojekt möchten wir natürlich einfach nicht so viel Geld ausgeben. Und dementsprechend haben wir nach einer günstigeren Lösung gesucht. Die günstigere Lösung sind AWS-Spot-Instanzen. Das sind Restinstanzen von Amazon. Die vermietet Amazon quasi, um seine Server-Restkapazitäten komplett auszuschöpfen. Die haben einen sehr günstigen Preis, können dafür aber jederzeit von Amazon wieder runtergefahren werden. Das heißt, Amazon beansprucht die Server wieder für sich, um sie an besser zahlenden Kunden weiter zu vermieten. Die kosten interessanterweise ziemlich wenig und haben den Vorteil, dass sie eine eigene öffentliche IP haben, die wir zum Crawlen benutzen können. Also jedes Mal, wenn wir eine Instanz starten, kriegen wir eine neue IP, und so eine Instanz kostet bei einer sehr kleinen Instanz, also einer der kleinsten, nur ein Viertel Cent pro Stunde. Das heißt, wir kommen da sehr günstig an neue IPs und auch an Rechenpower, um verteilt zu crawlen. Da passendes Stichwort gerade, verteiltes Crawling. Wir brauchen Hilfe dabei, einen verteilten Crawler zu bauen. Wir wollen das nicht from scratch machen. Dementsprechend haben wir das Agenten-Framework Akka benutzt. Akka nimmt uns einen großen Teil der schweren Arbeit ab, einen verteilten Crawler zu bauen oder generell ein verteiltes System. Das ist nämlich ein Agenten-Framework. Erstmal zum Agenten-Framework. Was ist ein Agenten-Framework? Ein Agenten-Framework funktioniert folgendermaßen. Wir programmieren einzelne Agenten, die handeln autonom und tauschen Nachrichten mit anderen Agenten aus. Das heißt, solange die Nachrichten untereinander ankommen, ist es egal, auf welchem Server denn der einzelne Agent liegt. Und die Nachrichten auszutauschen, beziehungsweise die Ankunft sicherzustellen, das übernimmt Akka für uns. Das heißt, effektiv, jeder einzelne Agent, den wir programmieren, kann die eben genannten Crawling-Schritte parallel ausführen. Beziehungsweise wir können auch Hierarchien haben. Das heißt, ein Agent ist dafür zuständig, die ganze Suchseite zu crawlen und ein weiterer Agent einen einzelnen Jahresabschluss abzurufen. Jetzt haben wir natürlich noch ein größeres Problem. Wie wir bereits eben angesprochen haben, gibt es bei einer Webseite, die wir nicht kontrollieren, viele Dinge, die schiefgehen können. Gefühlt unendlich viele Dinge, die schiefgehen können. Das heißt, wir brauchen eine gute Strategie, um damit umzugehen. Akka bietet uns solchen Mechanismus. Dort wird das Ganze Let-It-Crash-Philosophie genannt. Das heißt, nehmen wir mal an, wir wollen einen Jahresabschluss crawlen und der eine Jahresabschluss steht gerade durch Zufall nicht zur Verfügung. Aus Gründen, die wir uns nicht erklären können. Dann lassen wir den Agenten einfach abstürzen. Let-It-Crash. Und jeder Agent hat aber zum Glück einen Supervisor. Dieser Supervisor kriegt dann eine Nachricht automatisch und dann können wir definieren, was passiert, wenn ein Agent abstürzt. Das heißt, wir können dann sagen, hey, probier es doch nochmal. Wir starten einen neuen Agent, der die gleiche Aufgabe nochmal versucht. Und wenn das dann klappt, dann super. Wenn das nicht klappt, dann können wir es ein paar Mal wiederholen. Wenn es dann oft genug nicht geklappt hat, dann könnten wir einfach sagen, hey, log doch, welchen Jahresabschluss du nicht runterladen konntest, in eine Datei. Und dann können wir es später nochmal versuchen oder haben zumindest das Wissen, was nicht geklappt hat und können dann später nochmal nachschauen, vielleicht sogar manuell nachschauen, was nicht funktioniert hat. Zu den Erkenntnissen, die wir bis jetzt gesammelt haben beim Crawling. Ich würde sagen, Crawling ist eigentlich von der Basic-Website ist eigentlich eine ziemlich einfache Aufgabe. Und es gibt auch gute Frameworks, die einem das abnehmen.
Was den Fall jetzt besonders kompliziert gemacht hat, ist die Tatsache, dass wir es mit einer Legacy-Website zu tun hatten, die unsere aktuelle Situation, unseren aktuellen Zustand als Besucher der Webseite in der Datenbank gespeichert haben. Dann kamen die Catchers dazu und jede Menge unerwartete Errors. Zusätzlich können wir davon ausgehen, dass wenn die Datenmenge groß genug ist, und 10 Millionen Bilanzen ist schon recht große Datenmenge, tritt jeder mögliche Fehler, der so eintreten kann, auch irgendwann mal auf. Das heißt, entweder wir antizipieren all die Fehler oder wir nutzen einen Mechanismus, wie Akka es ihnen uns bietet, mit seiner Alerted Crash Philosophie. Zusätzlich eine Erkenntnis von uns, das Agentenmodell ist ziemlich angenehm, um verteilte Anwendungen zu programmieren. Und es vereinfacht das Error-Handling deutlich. Das war es soweit zum technischen Part. Ich habe jetzt noch eine sehr wichtige Information ausgelassen, nämlich wie umgehen wir überhaupt diese Captchas? Denn das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, die wir lösen müssen, um die Möglichkeit zu bekommen, einen Jahresabschluss abzurufen. Dazu jetzt mehr von Friedrich. Der wird euch jetzt ganz mal erklären, wie wir das Ganze angegangen sind. Danke, Nico. Nochmal zur Erinnerung, hier ist die Seite, die wir sehr oft gesehen haben während unseres Projektes und die uns auch ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet hat. Ich werde jetzt erzählen, wie wir diese Seite tatsächlich gelöst haben und werde euch auf dem Weg dahin aber ein paar Mal enttäuschen, hoffe ich, denn damit werdet ihr sehr genau meine Gefühlssituation auch mitbekommen, die ich hatte, während ich diese, oder die wir hatten, wenn wir diese Captchas gelöst haben. Wir dachten uns nämlich ganz am Anfang, es gibt ja Services, die das einfach machen. Kaufen wir uns einfach und dann passt das. Diese Services kosten ungefähr 1 Euro pro 1000 Captchas, um sie zu lösen, aber sie haben 2 sehr große Nachteile. Nämlich der erste Nachteil ist, sie kosten 1 Euro pro 1000 Captchas, um sie zu lösen. Und da wir ungefähr 10 Millionen Jahresbilanzen crawlen wollen, müssen wir 10 Millionen Captchas lösen, was uns 10.000 Euro kosten würde. Und wir wollen ja einen Fall konstruieren, dass jeder zu Hause das nachbauen könnte, wenn er wollte, aber nicht sollte. Aber wenn er wollte, sollte jeder diese Möglichkeit haben. Und ein weiterer Nachteil dieses Services ist, dass sie sehr langsam sind. Und mit langsam meine ich, sie haben eine Response-Zeit von ein paar Sekunden, was für uns viel zu lange ist. Wenn wir in der Minute ein paar tausend Anfragen rausschicken, dann können wir uns diese paar Sekunden einfach nicht leisten. Dann dachten wir uns ja, okay, dann müssen wir es irgendwie selber programmieren, selber ein Software-Modul schreiben, was das Ganze erledigt für uns. Dafür haben wir erstmal ein paar Anforderungen aufgestellt. Wir wollten natürlich eine hohe Genauigkeit, um möglichst wenig oder möglichst die minimale Anzahl der Captchas zu lösen und nicht sehr oft einen Retry zu haben. Außerdem wollten wir einen einfachen Ansatz, das war einfach unser persönlicher Anspruch. Wir wollten das schnell implementieren, denn wir wollten für so eine, für einen Teil dieses Projektes jetzt nicht unendlich Zeit aufwenden. Und wir wollten natürlich, dass es billig ist. Und mit billig meine ich weitaus weniger als 10.000 Euro, die ich ja bereits angesprochen hatte. Wir sind auch ziemlich schnell fündig geworden. Und zwar mit diesem Paper von 2018. Das ist ein State-of-the-Art-Paper. Das verspricht sehr hohe Erfolgsquoten zum Lösen von Captchas und nutzt ein GAN. Das ist ein fancy neuronales Netz, eine fancy Art, neuronale Netze zu bauen. Und in dem Paper wurde zudem gesagt, dass sehr wenig händische Arbeit getan werden muss. Und mit sehr wenig meine ich, dass behauptet wurde, dass nur 500 Captchas händisch gelöst werden müssen und dass ab da an deren Lösung das ganze Ding komplett übernimmt. Außerdem hatte dieses Paper den großen Vorteil, dass es bereits auf der SEM veröffentlicht wurde und damit dachten wir uns, ja, okay, perfekt, das nehmen wir, das bauen wir auf und dann sind wir schon fertig. Dann kam aber
die große Enttäuschung, das Paper hat nämlich nicht so wirklich viele Details enthalten. Es hat nur eine grobe Auflistung der Schritte gehabt, die da getan werden müssen für das Crawling. Außerdem behaupten die Autoren zum Beispiel, dass sie ein Tool haben, mit dem sie beliebige Captchas generieren können, unter bestimmten Kriterien, also mit bestimmten Merkmalen. Das haben sie bestimmt auch, aber das Tool ist nirgends zu finden gewesen. Das heißt, sie konnten das auch einfach nur aufschreiben, dass sie es einfach haben. Ja, genau. Und die Netze waren überhaupt nicht dokumentiert. Es wurde nur der grobe Aufbau beschrieben, wie die Netze verbunden sind, aber die Netze selber wurden nicht dokumentiert. Was für eine Nachimplementierung und generell eine Reproduzierbarkeit sehr schlecht ist. Also es ist einfach nicht reproduzierbar. Dann haben wir nach dem letzten Strohhalm gegriffen, den wir hatten. Es gibt nämlich ein Repository auf GitHub, welches CaptchaSolver heißt und was von den Autoren dieses Papers veröffentlicht wurde. Und man sieht sogar auf dieser GitHub-Seite, dass sie da wollen, dass man das Paper referenziert, wenn man dieses Repository nutzt. Das GitHub-Repo hat mehr als 100 Stars und wir dachten uns, für eine Paper-Implementierung ist das ja ganz schön viel. Perfekt, können wir nehmen. Dann kam aber die zweite Enttäuschung. Das GitHub-Repository enthält gar nicht den Code zu dem Paper, sondern es enthält einfach nur einen kleinen Teil vom Pre-Processing-Code. Also haben wir 3 Tage investiert, indem wir nämlich das gesamte Paper gelesen und verstanden haben und dieses Repository untersucht haben und wir hatten immer noch gar keine Lösung. Wir waren genau bei der gleichen Situation wie 3 Tage vorher. Also dachten wir uns, na gut, dann muss es jetzt so sein, dann implementieren wir es eben selber. Müssen wir es halt machen. Und hier sind nochmal unsere Ziele, die wir uns selber gesetzt haben. Hohe Genauigkeit, einfacher Ansatz. Es soll schnell zu implementieren sein, jetzt erst wirklich, weil wir schon 3 Tage verloren haben. Und es soll preiswert sein. Wir dachten uns, wir schaffen jetzt erstmal eine Baseline, bauen irgendein neuronales Netz, was diese Captchas löst. Und dann können wir einfach iterativ das Netz so lange verbessern, bis es alle Anforderungen erfüllt. Nämlich vor allem die hohe Genauigkeit. Um die Schritte nochmal zu beschreiben, hier sind die Captchas, die wir lösen wollen. Und wenn man die sich ein bisschen genauer anguckt, sieht man, es gibt 2 Gruppen. Es gibt Gruppe 1 und Gruppe 2. Gruppe 1 besteht aus schwarzen Buchstaben und Zahlen auf grauem Hintergrund. Und es gibt Gruppe 2, das sind hohle Buchstaben auf weißem Hintergrund. Und es gibt auch wirklich nur diese 2 Gruppen. Wir haben sehr viele von diesen Captchas bei uns liegen. Und wenn wir uns die ganzen Captchas nochmal ein bisschen genauer angucken, dann sehen wir nicht nur, dass es nur 2 Arten gibt, auch haben alle Captchas nur 6 Buchstaben, also beziehungsweise 6 Zeichen, denn sie sind alphanumerisch und es sind nur Großbuchstaben. Das heißt, effektiv haben wir 36 Zeichen. Und das macht uns die Sache wesentlich einfacher. Statt dass wir jetzt Freitext-Captchas lösen müssen, wird es auf einmal ein Klassifizierungsproblem von nämlich einfach 6 Buchstaben. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben ein LeNet genommen und leicht modifiziert. Ein LeNet ist eines der ältesten neuronalen Netze. Das kommt aus dem Jahr 1989, was generell für Informatik-Sachen schon sehr alt ist. Wie man sieht, haben wir einfach statt dem zweiten Fully Connected Layer, haben wir 3 Convolutional Layer noch reingebaut. Und was ein Klassifizierungsnetz normalerweise macht, es bekommt irgendein Bild-Input, propagiert diesen Bild-Input durch die einzelnen Layers und gibt am Ende eine Klasse aus, von einer bestimmten Anzahl Klassen. Und das Gleiche machen wir jetzt auch. Wir nehmen unser Capture-Bild, propagieren das durch das Netz. Und jetzt kommt der große Trick. Wir haben statt einer Klassifizierungsschicht haben wir einfach 6 parallele Klassifizierungen, nämlich für 6 Buchstaben. Und das funktioniert so ausgezeichnet,
weil wir genau wissen, es gibt nur 36 Klassen, nämlich die 36 Zeichen, die kommen, und es gibt immer 6 parallele Klassen in jedem Capture. Was wir uns dadurch wesentlich vereinfacht haben, dass wir die Captures gar nicht segmentieren mussten oder einzelne Netze trainieren für die einzelnen Buchstaben oder vielleicht eine andere Netzarchitektur, die beliebig lange Captures lösen kann, implementiert, sondern wir haben einfach möglichst einfach das in einem Netz alles gemacht. Und das war der große Witz. Wir haben das dann trainiert, online, auf Google Colab. Colab ist ein Tool von Google, mit dem man Jupyter Notebooks laufen lassen kann, auf Grafikkarten. Man bekommt dann einen Slot zugewiesen und hat den dann für ein paar Stunden. Und wie man hier sieht, haben wir für jeden Trainingsstep ungefähr eine Minute gebraucht. Und nach 15 Minuten hatten wir unser Netz schon fertig trainiert. Also es ging wirklich überraschend schnell, wenn man im Hinterkopf hat, dass neuronale Netze trainieren ja oft Tage dauern kann. Und was besonders schön war, wir hatten dann auf einmal auch eine Accuracy von mehr als 98%. Das heißt, weniger als jeder 50. Captcha wurde falsch gelöst von diesem Netz. Und damit ist das Netz schon mal besser, als ich es auf jeden Fall bin bei diesen Captchas. Und es war lustigerweise auch ein bisschen besser als unsere Trainingsdaten, die vorgelabelt wurden. Und jetzt fragt man sich natürlich, okay, diese Trainingsdaten, da haben wir aber noch nicht drüber geredet. Wo kamen die denn eigentlich her? Eingangs habe ich ja schon mal erwähnt, es gibt ja diese Services, die das für einen einfach erledigen. Wir haben dann 70 Euro in die Hand genommen. Das war mehr oder weniger aus der Hüfte geschossen und haben die Captures dann einfach über eine API weggeschickt an so einen Service. Der Service hat die für uns gelöst und dann hatten wir auf einmal 70.000 Captures und das hat sehr ausgereicht. Wir haben gemerkt, okay, das war auf jeden Fall wesentlich einfacher als erwartet und wir waren selber ein bisschen überrascht, zumal das eigentlich die kleinere Arbeit war von diesem Capture-Projekt im Vergleich zu diesem Paper, was wir noch vorher gelesen haben. Ein paar Erkenntnisse können wir daraus ableiten, nämlich Papern ohne Source Code sollte man nicht einfach so trauen. Es gibt auch mittlerweile Petitionen, die fordern, dass KI-Paper immer mit Source Code geliefert werden müssen und der Source Code auch funktionieren sollte. Denn dieses Problem tritt öfter auf. Ich habe das auch schon öfter erlebt und mir wurde das auch schon sehr oft erzählt, wie enttäuschend das ist, wenn einfach der Code des Papers nicht reproduziert werden kann. Was wir für uns gelernt haben, ist, neuronale Netze sind ein Glücksspiel. Ich habe ja schon gesagt, dass wir da nicht wirklich viel Wissen reingesteckt haben, sondern wir haben das einfach nach Bauchgefühl verändert und dann hat es einfach wunderbar funktioniert, auf mysteriöse Art und Weise. Der letzte, das habt ihr wahrscheinlich schon unzählige Male in eurem Leben gehört, wenn ihr schon mal Software geschrieben habt, nämlich Simplicity ist der Schlüssel zum Erfolg. Erstmal versuchen, das einfach zu lösen und dann iterativ verbessern. Und nur das hat dazu geführt, nur dass wir es erstmal einfach machen wollten, hat dazu geführt, dass wir auch so schnell fertig waren. Das war jetzt erstmal der Abschluss zu den technischen Details. Ich habe jetzt noch eine Nachricht an euch, die uns persönlich sehr wichtig ist und die wir wollen, dass ihr die mitnehmt. Nämlich, wir wiederholen im Wesentlichen die Forderung der Open Knowledge Foundation, dass private Unternehmen nicht an dem Zugang zu staatlichen Dokumenten profitieren sollten und das Urheberrecht sollte geändert werden, damit Dokumente, zentrale Dokumente der Demokratie offen bereitstehen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwerer Abschluss und damit wollen wir euch natürlich nicht entlassen. Deswegen haben wir hier nochmal was Kleines mitgebracht. Das sind die Tipps, die auf der Webseite des Bundesanzeigers sind, die vor Gefahren im Internet heutzutage warnen. Das sind zum Beispiel Viren und Würmer oder auch Hackerangriffe, vor denen ihr euch auf jeden Fall in Acht nehmen sollt
Und ihr findet da sicherlich noch allerlei hilfreiche Tipps auf der Webseite des Bundesanzeigers. An der Stelle danke ich euch erstmal. Und wenn noch irgendwelche Fragen bestehen, könnt ihr uns auf jeden Fall erreichen unter unseren E-Mail-Adressen. Und wir stehen jetzt erstmal für Fragen zur Verfügung. Danke sehr. Ja, das war ein super spannender Talk. Ich habe zwischendurch auch mal immer wieder in den IRC geguckt und da ist eine ganze Menge los gewesen. Das Feedback war absolut positiv. Also ich denke mal, wir können jetzt schon sagen, dass wir alle hoffen, dass ihr auch bei den nächsten Veranstaltungen noch fleißig Talks macht. Und wir haben auch ein paar Fragen bekommen. Das sind die erste Frage. Wie seht ihr die Chancen, dass Bundesanzeigerveröffentlichungen in Zukunft ähnlich befreit werden können wie die Gesetzestexte? Das können wir natürlich überhaupt nicht einschätzen. Ich denke, da muss sich dann jemand wirklich mal vielleicht auch mal eine Organisation hinterstellen, wie zum Beispiel die Open Knowledge Foundation und einfach das Risiko von einem Rechtsstreit auf sich nehmen. Denn letztes Mal ist ja auch erst wirklich was passiert, als genau das getan wurde. Die Gesetze wurden einfach veröffentlicht und daraufhin hat sich das Justizministerium im Zugzwang gesehen und beschlossen, dass die zukünftig vom Justizministerium selber auf der Webseite veröffentlicht werden. Das heißt, wir denken, es müsste jetzt noch jemand dieses Risiko auf sich nehmen und das will wahrscheinlich keine Privatperson, wie wir das jetzt wären, und diese Daten einfach mal bereitstellen. Und wir sind da natürlich sehr gerne bereit zu kooperieren, wenn es da irgendeine Möglichkeit gibt. Okay. Wir haben uns auch schon mal an die Open Knowledge Foundation gewendet, aber vor allem jetzt zu Corona-Zeiten ist telefonisch niemand rangegangen und die Mail habe ich noch keine Antwort bekommen. Da müssen wir vielleicht auch nochmal nachhaken. Dann habe ich eine nächste Frage. Da gab es auch ein bisschen Diskussion im IRC zu. Also man kann sich Captures auch anhören. Hätte man das über eine Voice-to-Text-Bibliothek schicken können? Als Kontext dazu gab es noch die Anmerkung, dass wohl auch schon Google Audio Captures über die Google Audio zu Text Library gelöst worden wären. Wir haben versucht, möglichst schnell ans Ziel zu kommen. Deswegen haben wir erstmal den Weg gesucht und keinen anderen Weg exploriert. Ich bin nicht sicher, wir müssen das nochmal nachschauen. Vielleicht können wir da gleich nochmal auf unsere eigene Folie gehen zu den Captures. Ob man das überhaupt vorlesen lassen konnte, also ob die Möglichkeit überhaupt gegeben ist. Das ist ja die Voraussetzung dazu, dass wir Speech-to-Text benutzen können. Das war ja auch damals das Angriffsszenario bei Google, dass man sich das Capture vorlesen konnte. Okay, das ist eine Doppelfrage. Ich würde die jetzt aufteilen. Habt ihr euch für eine Crawler-Lösung entschieden, weil ihr keine Möglichkeit einer rechtlichen Auseinandersetzung seht? Also ich möchte nochmal wiederholen, wir haben natürlich den Bundesanzeiger nicht gecrawlt. Und weil das wäre ja illegal. Wäre ja illegal. Deswegen haben wir die Daten auch gar nicht. Die hat nur der Bundesanzeiger. Also wahrscheinlich hat die nicht mal der Bund. Wir haben diesen Crawler gebaut. Irgendjemand müsste sich dann mal dazu entschließen, diese Daten zu veröffentlichen. Beziehungsweise zu crawlen und dann zu veröffentlichen. Kennt ihr Unternehmen, die die Leistungen des Bundesanzeigerverlags nutzen, aber ihre Rechnung nicht bezahlen, weil diese laut einem Urteil des Amtsgerichts Köln, Aktenzeichen lasse ich jetzt mal aus, nicht rechtmäßig sind? Kurze Antwort, nein. Wir sind Informatiker und keine Rechtsanwälte. Alles, was wir gesagt haben, entspricht nur unserem laienhaften Rechtsverständnis. Deshalb können wir leider nicht weiterhelfen. Gut. Wir werden es erstmal bezahlen. Zum Paper ohne Source Code. In dem GitHub-Repo liegt ein komplettes Modell von vor 2 Jahren. Was meint ihr genau? Ja, okay. Also wir konnten das nicht reproduzieren, was sie da gemacht haben. Also ein einzelnes Modell hilft ja auch wenig. Wenn man das Paper liest, dann sieht man, dass das mehrere verschiedene Modelle sind, die genutzt werden, und es war uns nicht möglich, das laufen zu lassen. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, da lag ein sehr einfaches Modell für ein Teilnetz, aber soweit ich das Paper richtig verstanden hatte, wurden da mehrere Netze hintereinander geschaltet. Aber
Ja, also so war das auch. Also ich erinnere mich düster, es gab da auf jeden Fall ein Modell, aber also man kann das nicht matchen zu dem Paper. Das ist irgendwas, aber das ist nicht das, was im Paper beschrieben wurde. Okay, dann haben wir noch eine Frage. Welche Unternehmen sind veröffentlichungspflichtig und somit im Bundesanzeiger? Alle Kapitalgesellschaften und alle Personengesellschaften, bei denen es keine natürliche Person gibt, die vollständig haftet. Das heißt, immer dann, wenn keine Privatperson haftet, muss man sowas abgeben, um ja, unter anderem um ein bisschen Transparenz zu schaffen und damit andere Personen die Möglichkeit zu bekommen, zum Beispiel Geschäftspartner, sich anzuschauen, wie das Unternehmen denn überhaupt wirtschaftlich dasteht. Ja, also danke für einen spannenden Talk. Ich glaube, wir sollten noch mal ganz klar machen: Bitte crawlt den Bundesanzeiger nicht, das wäre illegal. Euch noch viel Spaß beim RC3. Ich hoffe, wir hören noch eine ganze Menge von euch. Ich glaube, da schließt sich dann der IRC nur an. Ihr müsst euch den lauten tosenden Applaus leider denken. Wie gesagt, das holen wir frühestmöglich nach. Und ja, also danke für euren Talk, danke für eure Zeit. Viel Spaß euch noch mit dem restlichen RC3.